Oh, geht sogar einigermaßen wieder. Ich glaube, ich werde langsam gesund. Viele haben ja in den Kommentaren geschrieben, dass sie die alte Begrüßung so vermisst haben. Das war halt, weil ich krank war. Und wenn ich gesund bin, dann kommt es eigentlich wieder. Und was ich noch in den Kommentaren gelesen habe. Wow, super Überleitung. Und zwar haufenweise, und das nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen YouTubern auch, ist, dass Leute geschrieben haben, dass man Bibis Beauty Palace deabonnieren soll und Gronkh abonnieren soll. Und dazu wollte ich heute in diesem Video mal meine Kritik äußern und ein bisschen reflektieren, wie und warum das Ganze passiert. Also, es geht ja darum, dass Gronkh aktuell der größte YouTuber in Deutschland ist. Gut, die Freekickers sind jetzt noch vor ihm, aber Gronkh ist so die größte Persönlichkeit. Und die Freekickers sind eh mehr im internationalen Bereich tätig und treten nicht so als Persönlichkeit auf. Aber es gibt ja die liebe Bibis Beauty Palace, die aktuell sehr schnell dabei ist, ihn zu überholen und mit großen Schritten darauf zuschreitet, dass sie dann die größte YouTuberin Deutschlands wird. Aber das möchten sich einige in der Community nicht gefallen lassen, weil sie sagen, Gronkh hat es eigentlich viel mehr verdient, die Nummer 1 zu sein als Bibi. Und so hat sich irgendwie eine riesige Bewegung in der Community gebildet, die zu allen möglichen YouTubern hingeht und innerhalb der Kommentare schreibt, dass sie Bibis Beauty Palace deabonnieren sollen und Gronkh abonnieren sollen. Und das geht so weit, dass man einen merklichen Unterschied bei der Abonnentenentwicklung sieht. Also Gronkh hat vorher so 1 bis 2000 Abonnenten am Tag gemacht und so ab dem 9. Januar merkt man dann den Unterschied, denn da hat er plötzlich 13.000 Abonnenten gemacht und am Tag danach 9.000 Abonnenten. Und die Tage danach waren auch nicht viel schlechter. Im Gegensatz dazu hat Bibis Beauty Palace deutlich weniger Abonnenten in diesen Tagen gemacht. Sonst macht sie um den Dreh so 3 bis 5.000 Abonnenten und an diesen Tagen nur noch so 300 bis 500 Abonnenten. Was lernen wir daraus? Wenn man ganz viel positive Werbung für einen YouTuber in den Kommentaren macht, bringt das ganz schön viel. Wenn man negative Werbung für einen YouTuber macht, dann auch. Und genau da liegt das Problem. Und das ist völlig unabhängig davon, ob ich diese beiden Personen mag oder nicht. Denn es wird einfach damit argumentiert, dass Gronkh besser ist als Bibis Beauty Palace und es mehr verdient hat. Das Problem dabei ist, und so gern ich Gronkh mag und so wenig ich Bibis Inhalte mag, es ist eine subjektive Meinung. Also man kann nicht objektiv bewerten, dass der eine YouTuber besser ist als der andere. Und dennoch gehen tausende Leute in die Kommentare, auch bei anderen YouTubern, und verbreiten ihre persönliche Meinung. Nur weil sie der Meinung sind, dass ein YouTuber es mehr verdient hat. Stellt euch vor, das Rennen würden nicht Gronkh und Bibi machen, sondern Bibi und Dagi. Würden sich auch noch so viele Leute dafür einsetzen, dass eine von beiden größer wird? Man kann Inhalte gut finden oder nicht gut finden, das ist die persönliche Meinung. Aber solange keine Person von beiden moralisch verwerfliche Inhalte produziert, was zum Beispiel bei einem ApoRap passiert, der einen Bombenprank hat oder 24 Stunden in Sachen, die illegal sind, ist es nur die persönliche Ansicht, dass man den einen YouTuber lieber oben sehen möchte und den anderen nicht. Und auch wenn es Gronkh ist, der aktuell die Nummer 1 ist und die Nummer 1 scheinbar sein soll, rechtfertigt das nicht, die andere Person schlecht zu machen. Und dazu aufzufordern, sie zu deabonnieren, ist einfach Propaganda. Indem man sagt, diese Person ist scheiße, deabonniert sie. Außerdem habe ich gemerkt, dass in vielen anderen Kommentaren Bibi außerdem noch beleidigt wird, was sowieso nicht geht. Aber so eine Welle zu machen, nur um die persönliche Meinung durchzusetzen, kann man eigentlich nicht machen. Denn als gestandene Persönlichkeit muss man leider akzeptieren, dass die Meinung, die man selber hat, nicht immer die Meinung der Allgemeinheit ist. Und wenn nun Bibi mehr Abonnenten unter sich vereinigen kann, auch wenn es dann meistens 12-jährige Mädchen sind, dann ist das nun mal so und dann muss man das akzeptieren. Und genauso haben die YouTuber, die vor Gronkh Nummer 1 waren, auch akzeptiert, dass Gronkh sie irgendwann überholt hat. Die Frage ist eh, was für eine dauerhafte Wirkung diese Aktion haben kann, denn man kann das zwar ein paar Tage oder Wochen durchziehen, aber sobald man damit aufhört, dürfte der Effekt eigentlich wieder weg sein. Und da geht's genauso weiter und Bibi wird dann Gronkh irgendwann doch überholen. Was ich in meinen Videos mache, ist meistens einzelne Inhalte auf dem Hintergrund moralischer und gesellschaftlicher Ansichten zu kritisieren. Also wenn YouTuber zum Beispiel Doppelmoral betreiben, irgendwelche Straftaten begehen oder sonst irgendwelche Leute abziehen. Aber die Abneigung gegen Bibis Beauty Palace richtet sich meistens einfach nur danach, dass man sie nicht mag und ihre Inhalte nicht mag. Und das ist leider, so leid es mir auch tut, liebe Leute, kein Grund, eine Person so fertig zu machen und eine andere Person so in den Himmel zu loben, nur damit die eine Person besser dasteht als die andere. Ja, das war's mit meiner kleinen Kritik zu dieser Aktion. Schreibt mir eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Und ich hoffe, dass diese Kommentare unter meinen Videos jetzt ein bisschen aufhören. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Da unten könnt ihr kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut rein, bis morgen beim neuen Video. Tschüss!